Herzlich willkommen, lieber Schütze, hier auf Kleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass du wieder mal dabei bist. Wir schauen uns die Energie, Liebesenergie für dich, für die kommende Woche. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dir erzählen, was die allgemeine Wochenenergie ist. Und die Wochenenergie ist ein bisschen, ja, über die eigenen Grenzen zu gehen. Das, was ich wahrgenommen habe, war quasi so ein Pizzateig, so ein rundes Pizzateig oder ein Mürbeteig mit dem Rand, mit dem hohen Rand. Und dieser hohe Rand wurde von den Mäusen aufgegessen. Bei spirituellen Bildern sind Mäuse immer so ein bisschen schwierig, weil die ja fressen die Früchte unserer Arbeit auf. Und die Arbeit kann schöne Früchte tragen und die Arbeit kann ja, nicht so gute Früchte tragen. Wenn wir uns einen Rand setzen, ein Grenzgebiet setzen, dann beschränken wir uns selbst. Ja? Und dann ist die Arbeit und die Energie, die wir darauf gesetzt haben, uns zu schützen, uns zu abzugrenzen, uns ja mit also unser Energiefeld einzuschränken, ist nicht immer sinnvoll. Und scheinbar ist es an der Zeit, nächste Woche diese Mauer irgendwo fallen zu lassen, die werden auf jeden Fall, also die Energie der Abgrenzung wird wegfallen. Und damit öffnen wir uns für Neues, dürfen neue Welten kennenlernen, dürfen auch Energieverschiebungen sowie Energievermischungen auch stattfinden, indem wir neue Energien in unserem Feld reinlassen. Ja? Das können auch natürlich Grenzen von außen gesetzt werden, ja, indem man uns gesagt hat, weiß ich nicht, ja, du bist dafür nicht gut genug und da endet deine Welt und endet die Welt von Menschen der ersten Klasse und du bist nur zweite Klasse, zum Beispiel auch das. Und jetzt ist die Frage, was gilt denn für dich? Welche Bedeutung hat das für dich? Die Energie, die ich für dich aufgeschnappt habe, wiederum, das war eine Energie, in dem du als Schütze auf ein, na, sah wie ein Reh aus, ja, auf ein Reh geschossen hast. Und in dem Moment, wo du es getan hast, bist du sofort dahin gerannt und hast das arme Reh, ja, im Wald noch operiert, indem du versucht hast, die Kugel rauszuholen, ja. Ich weiß es nicht, welche Bedeutung diese Reh hatte, aber die Energie an sich ist, du wirst vorhaben, etwas zu tun, was du dann am Ende bereuen wirst. Oder vielleicht auch was anderes. Aber ich nehme das jetzt so wahr. Wir schauen mal, was sich in den Karten zeigt. Okay. Was ist denn die herausfordernde Energie für dich, lieber Schütze? Na, das ist das. Das ist der Reh, auf dem du dann schießen wirst. Nur dieser Reh, das ist dein Stolz, deine Würde, dein Selbstwert, deine Größe. Und auf den willst du irgendwie den Löwen schicken. Ich weiß aber nicht warum. Also quasi ein Krafteinsatz, um das zu vernichten. Voll komisch. Ja, okay, das wird aus einem Gewitter entstehen. Oh, okay, hoffentlich keine Streitereien oder. Ja, schauen wir mal. Okay. Mord in Affekt habe ich im Kopf. Ja, okay. Die Schöpferin. Die blinde Schöpferin. Geheimnisse. Ja, oh Gott. Okay, da bin ich voll geschüttelt.
bist eine Schöpferin, lieber Schütze, die ihre Talente noch nicht entdeckt hat. Du bist eine Schöpferin, die etwas erschafft, aber nicht immer das ist, was sie erschaffen sollte. Also es entstehen falsche Produkte, weil das, was dich ausmacht, dir noch nicht bekannt ist. Das, was dir schon als Kind mitgegeben wurde. Die Würde, deine Talente, deine Fühle, alles, was du in dir trägst, diese Magie, die Schöpferin der Magie ist für mich mehr oder weniger so gut wie das Gleiche. Wobei hier in dem Deck gibt es noch die Karte der Magierin. Also ich habe das Gefühl, als ob du wirklich ein etwas Großartiges erlegt hast. Also ein Reh, der ist hier auch, ja. Reh ist auch etwas Großartiges. Ich weiß gar nicht, wie ich das zum Ausdruck bringen soll, aber das ist. Als ob du dich selbst irgendwo vergiften würdest, um etwas Wunderbares kaputt zu machen. Aber ich komme noch nicht darauf. Ja, weil du blind bist irgendwie. Das war ein Blindschuss. Als ob du das nicht wolltest. Aber was wolltest du dann? Da schießt du, ja. Da tust du ja schießen. Blind und einfach vor sich hin. Und dann bist du verwundert, wenn es etwas oder am Ende dich selbst trifft. Ein Teil von dir trifft. Okay, gehen wir weiter. Vielleicht klärt sich das noch auf. Die Schöpferin. Du hast mit deiner Schöpferkraft wahnsinnig viel erschaffen. Aber du siehst das alles nicht. Und du denkst, es ist immer noch alles beim Alten, was es nicht ist. Ja, und warum bist du blind? Warum siehst du das nicht? Weil da eh noch ein Geheimnis ist, was du noch nicht erkannt hast. Die Lebensfreude, das Gefühl zu genießen, das Leben zu genießen, das ist dir noch irgendwie verborgen. Okay, bitte um 5 Karten. Für den Schützen in der Liebe in der kommenden Woche. Schwierige Legung. Habe ich noch nicht so wirklich erfasst. Habe ich das Gefühl. Siehst du, da gehst du in den Wald. Achte Kelche ist, du greifst nach dem Großen, ja, nach dem richtig Wichtigen im Leben, ja. Du willst das Geheimnis entdecken und dann schießt du in der Nacht auf etwas aus Angst wahrscheinlich, blind und erschießt dich selbst. Und dann rennst du schnell, was habe ich gemacht? Dann rennst du schnell, um es nochmal zu retten.
Und in dem Moment, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Erst wenn wir es verloren haben, du machst danach aber auf jeden Fall die Augen auf. Gut, schauen wir mal. Ja, du greifst König der Stäbe und der Magier. Ja, das heißt, du bist voller Energie und gehst. Du willst nach dem Großen greifen. Ja, du willst einfach dieses Jackpot knacken. Du bist bereit, deiner Energie zu folgen. Nur leider als blindes Huhn. Und das ist es ja. Warum sind wir blind? Wenn wir zu sehr nach dem Ergebnis hinschauen, nicht nach dem Gefühl gehen, hier gehst du eigentlich nach dem Gefühl. Und dann irgendwann zwischendurch verändert sich etwas. Warum? Wenn wir nachts laufen durch den Wald, versuchen, also unsere Augen sind immer riesig, weil wir versuchen, in der Dunkelheit Sachen zu erkennen. Ja? Um es zu definieren, ist das eine Gefahr oder nicht. Aber dann konzentrieren wir uns, versuchen wir alles anzutasten, ja, weil wir das nicht wirklich, also du könntest ja natürlich die Augen weiterhin verschlossen zu halten und also was ich damit meine, hier geht es jetzt nicht um verschlossene Augen, sondern hier geht es darum, dass man das in der Nacht versuchen wir mehr die Materie zu suchen, die wir anfassen können, weil wenn du blind durch die Gegend läufst in der Dunkelheit, dann fühlst du dich total verloren. Die Angst ist da, die Unsicherheit ist da und dann suchst du wenigstens mal einen Baum, an dem du dich festhalten kannst. Ja, auch wenn du dir gar nichts hilft, aber so ist das nun mal. Also das heißt, du veränderst hier dieses Element als König der Münzen, ja? Du verlierst hier das, womit du losgehst, das Gefühl der Leidenschaft, das Gefühl des Gefühls, der Emotionalität. Ja, du folgst nicht mehr deinem Gefühl, sondern gehst du nach dem, was du antasten kannst. Das bringt dich aber nicht weiter und tötet dich innerlich. Letztendlich das blinde Vertrauen fehlt dann, ja. Und dann aus Angst geschieht, was geschehen ist. Und man versucht es wieder gut zu machen aus Angst, ja, dass man etwas falsch gemacht hat. Versucht man diesen Fehler wieder gut zu machen, ja, indem man ja diesen Reh letztendlich operiert. Jetzt fragt ihr euch alle, was erzählt sie denn da eigentlich? Was hat es mit Liebe zu tun? Ja, das versuche ich auch noch herauszufinden. Ich versuche das noch mal gleich in Liebe umzusetzen. Okay, gut. Erst wenn du das getan hast und das wertgeschätzt hast, was da schiefgelaufen ist, wirst du irgendwie neu geboren, wirst du dazulernen, dass du eine bestimmte Seite von dir ablegen musst. Und dann kannst du mit dem Wagen erstmal richtig vorankommen. Und aus Leidenschaft deine Herzensentscheidung treffen, auf jemanden zuzugehen, lieber Schütze. Okay, also nochmal. Zurück zu Liebe. Ja, da gibt es etwas, was fantastisch ist. Du das aber nicht siehst. Da gibt es ein Geheimnis, was dich davor zurückhält, das Wunderschöne an dem Ganzen zu sehen. Irgendwie tust du die Augen schließen und siehst das Schöne an der ganzen Geschichte nicht. Diese Woche wirst du versuchen, deinem Herz zu folgen, das Geheimnis zu entdecken, zu erkennen. Doch zwischendurch verlierst du dich. Ja, diese Idee, mit der du losgelaufen bist, hast du wieder vergessen und handelst nach alten Maßnahmen. Das führte dazu, dass du aus Angst irgendwie vielleicht irgendwas tust, was auch immer, was dazu führt, dass dir erstmal klar wird, wie wunderschön das ist, was dir da zur Verfügung steht. Ja, mir fällt nicht mal ein Beispiel dazu ein. Ja, nichts fällt mir ein hier. Aber ich hoffe, dass du nächste Woche vielleicht
sagst, ach, das meinte sie. Ich hoffe zumindest mal, ja, weil mir fällt es gerade auch ein bisschen schwer, diese Situation zu erfassen. Okay? Summa summarum, nach dem Verlust der Sache wird es dir klar, was im Leben wichtig ist, was es wofür es sich lohnt, voranzugehen, Herzensentscheidungen treffen und auf jemanden zuzugehen. Okay? Gut. Lange Rede, kurzer Sinn, um das ging es. So, jetzt schauen wir uns mal natürlich in nächster Legung die dein Gegenüber nochmal an. Der ist unentschlossen, der ist genauso blind wie du. Der sucht nach Zeichen, wartet nach Zeichen von dir, von weiß nicht was. Mit diesen Karten werden wir uns die eure Beziehungsebene anschauen. Mit den Chakspezano-Karten werde ich mir nochmal genauer dein Gegenüber anschauen, mit welchen Themen er sich gerade so auseinandersetzt. Und wenn ich Action sehe, werde ich nochmal eine Zeitkarte ziehen. Falls du an der Fortsetzung interessiert bist, nach meinem Wirrwarr, was ich hier erzählt habe, dann freue ich mich, wenn wir uns auf Vimeo sehen. Falls nicht, egal was passiert, es wird alles gut. Ja? Also manchmal muss etwas passieren, damit wir etwas Neues in uns, um uns herum erkennen müssen. Nimm das als Kollateralschaden an, das ist egal. Ja? Wenn das so passiert, dann ist das nötig. Okay? Also bereue da nichts. Genau, geh, es lohnt sich. Was Wunderschönes erwartet dich. Mach einfach die Augen auf und erkenne, was du noch nicht siehst oder nicht sehen kannst, warum auch immer. Und beseitige dieses, was die Blindheit erzeugt. Okay? Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Tschüss!